Hallo Jungs, Mahlzeit, wie geht es euch? Wir haben heute hier den Mamba 07. Das Auto ist ein ZD Racing Bimsbums 7. Fast derselbe Name, jetzt haben wir einfach ZD Racing, heißt es Mamba. Am Anfang dachten wir, dass das Auto nicht genau dasselbe war. Also ich war schon überzeugt, es ist genau dasselbe Auto. Aber irgendwo ist immer die Hoffnung. Der ZD07 gab es schon 2-3 Jahren, bis Absima sich entschieden hat, den ins Programm zu nehmen. Wenn ein Importeur seinen Namen, Marke drauf macht und wie hier Absima was Schöneres draus macht als das Originale, sind wir erstmal zufrieden. Preisunterschied kommt von vielen Sachen. Und wir haben immer die Hoffnung, dass das Auto, weil wir ja den ZD Racing getestet haben, alles gezeigt, was da nicht ging, dass da ein paar Änderungen drin sind. Also habe ich damals, ich habe es euch schon gesagt, eine E-Mail gesendet an Absima auf Deutsch, auf der deutschen Website, um zu zeigen, was nicht geht. Ich habe ihm gesagt, die Kolben sind falsch, die Führung fehlen, also es fehlt eine Führung per Dämpfer, dass es schön läuft, weil alle vier Dämpfer auf dem ZD waren verschieden. Einer hart, einer medium, einer weich, einer mittelhart. weil die Kolben nicht selber, also sie sind gebaut, aber falsch gebohrt. Und da hast du einfach, was kommt. Einmal. Zweitens, hatte das Auto zu lange Welle. Führte dazu, dass, wenn das Rad runter war, vorne das Rad beim Drehen klack, klack, klack macht, dass die Schwingen hochgehen, weil der Pin hinten streift. Also haben sie die Mahnschrauben angezogen, bis das Auto runter war. So hoch ist er original aus der Box. Genau hier. Und das ist sein Maximum. Da hast du nur das Federweg, also das harte Teil. Dazu noch, weil die Schrauben den Federweg drosseln und die Federn lang sind, sind sie schon zerdrückt. Das heißt, du hast nicht 1, 2, 3, 4, 5 Kilo Abdämpfung, du hast 3 bis 5. Das heißt, der sackt viel schneller zusammen. Also unangenehmer zum Fahren. Das sind natürlich Kleinigkeiten. Jetzt das mit den Kolben, mit der Führung unten ist ein bisschen was Größeres. Kann man alles darüber gehen. Okay. Und am Heck genau dasselbe. Die Welle, der Pin der Welle schlägt hinten die Nuss ein. Und die Nuss sind lang. Wir haben hier Platz. Also hatte ich auf dem ZD Racing vorne. Die inneren Lager, vorne hat es zwei 16x8x5 Lager in der Radnabe, außen und innen. Der innere Lager habe ich durch ein 4mm Lager ersetzt und habe außen 1mm geschäumt mit Unterlagscheiben 08x1. Also muss ja Durchmesser sein vom Innenring vom Lager, du darfst nicht außen streifen, kannst nicht einfach so eine Unterlagscheibe drauf machen. Du musst nur das Innenteil haben, die Scheiben gibt es, easy zu haben. 2 mm, 5 Stück sind 1 mm, 0,2 mm. Also 1 mm ist jetzt die Spur pro Seite vorne breiter. Das sieht man gar nicht. Aber führt dazu, dass mein Auto die Maleschraube los hat und alles geht super. Guck mal das an. Und ich könnte sogar noch ein bisschen höher gehen, ohne dass es klemmt. Jetzt habe ich einen vollen Federweg. Das Auto ist angenehm. Siehst du? Und wichtigen Punkt, nicht nur die Dämpfung, ist, dass die Diffs davon nicht sterben. Weil, wenn der Pin die Nuss reindrückt auf eine Seite, geht es ja noch. Wenn jetzt du am Fahren bist, am Kehren oder Landen so. Problem ist aber, wenn du runterkommst, so. Es ist nicht das einzige Auto, das hat er. Viele Autos haben das. Und das sind Sachen, die von den Herstellern aus falsch sind. Das müssen die wissen. Die Rebrander müssen das angucken. Sie sagen ja, sie sind Profis. Die YouTuber sind nichts, die sind nur böse. Wir sind die Profis, wir sind gut. Also wenn du so gut bist, wäre es toll, wenn du zuhören würdest, weil dann würdest du besser sein. Ich bin ja auch so. Ich bin ein Profimechaniker. Wenn aber jemand kommt, mir etwas erklärt, selbst wenn ich schon weiß, wie es funktioniert, höre ich immer sehr mit Interesse seine Erklärung von der Sache. Aus zwei Gründen.
erstens mal kann ich was lernen und zweitens, auch wenn er alles erzählt hat, was ich schon weiß, habe ich eine andere Art, es zu erklären. Wenn ich meine Art jemandem erkläre, der sie nicht kapiert, kann ich sagen, halt dann, er hat mir gesagt, so rum. Dann probiere ich mal so rum mit der anderen Person und dann sagen sie, ah, okay, jetzt verstehe ich. Deswegen ist es wichtig, es zu teilen zu können. Also Abzima weiß das mit den Wellen, mit den Dämpfer. Die haben mir zurückgeschrieben, unser Auto hat kein Problem, danke für die Interesse, schönen Tag. Das dürfen Sie, Meinungsfreiheit und Redefreiheit ist ja da. Und da kommen wir zu der Redefreiheit. Wenn ich jetzt, jetzt heißt es plötzlich, ja, die YouTuber, die 10.000 Abos haben, sind Personen mit Influenzen, die dürfen nicht alles sagen, was sie wollen. Wenn es falsch ist, nein. Wenn es wahr ist, ja. Das ist ein Unterschied zwischen einer Reportage und Mythos. Und ich habe es bewiesen, dass die Wellen zu lange sind, dass sie einschlagen. Viele Kunden haben die Diffs deswegen gekillt. Auf den ZD, auf Abzima, auf Amnevi. Genau, Amnevi macht jetzt das Auto auch, okay? Jeder hat seine Preisklasse, macht was er will. Jeder hat seine Farbe. Dies, für mich ist das der Schönste. Und wie stehen wir jetzt? Ich habe es denen gesagt, die haben gesagt, nein, wir haben kein Problem. Ich habe jetzt ein ZD7 hier. Das Auto hat genau dasselbe Problem als den ZD07, eben, also der Mamba, ist genau dasselbe Problem. Hinten sind die Wellen auch zu lang. Ich habe jetzt Obau-Welle reingemacht, die 2 mm an den Pins weniger Abstand haben. Guck mal, wir sind hier schön in der Mitte. Ich habe Spiel. Wenn ich zusammendrücke, habe ich immer noch Spiel, immer noch Spiel, immer noch Spiel, immer noch Spiel. Und ich kann jetzt eben, das Auto ist 2-3 cm höher vom Boden. Und ich kann noch mehr. Ich kann hier in das Loch gehen, das Auto geht hoch. Brauche ich aber nicht. Und guck mal jetzt, wie das schön dämpft. Okay? Wegen dem Dämpfer. Eben, Kolben zu klein, heißt das Öl geht links und rechts vorbei. Wenn der Kolbe zu klein ist und nur unten nur an der Führung ist, heißt das, alles hier drin so macht. Die Ohrringe unten ein bisschen zu groß, geht ein bisschen Ölverlust, ist Kleinigkeit. Du kannst mit dem leben. Aber als Mechaniker mag ich das nicht. Fehlt mir auch ein Loch in der Kappe für Entlüftung, kannst aber unten entlüften. Also voll einfüllen mit Öl, zuschließen, Dämpfer umkehren, untere Kappe wegschrauben, den Verstab rein, das ist zu viel Öl, Luft geht raus, schließen. Und dann hast du eine Federung ohne Luft, die schön arbeitet, immer regelmäßig. Also die Führung, wie gesagt, ist nur eine. Du hast O-Ring, O-Ring, Führung. Und oben macht alles so. Das ist ein bisschen schade. Meistens machen die 1:8er Hersteller 2 Führungen. O-Ring, Führung, O-Ring, Führung. Die besten machen Führung oben, die so ist, in den Dämpfer rein, damit der Dämpferstab niemals am Alu streift. Schön geführt, O-Ring, Führung, O-Ring, Führung, dieselbe unten raus. Das ist das Top. So viel wollen wir nicht, aber eine kleine Abrendung hier, sei es nur bessere Kolben. Teflonkolben mit denselben Löchern überall, von derselben Größe. Das ist nämlich das Problem von denen hier, ist, dass du verschiedene Größe Löcher hast. Jetzt sagst du vielleicht, ja, es gibt ja vielleicht vordere und hintere. Ja, aber ich hatte einen links weich, einen rechts hart, einen rechts längs. Ich habe 1000 CST eingefüllt, alle 4 Dämpfer. Und die Dämpfer funktionierten alle verschieden. Also habe ich 2 geleert, ein harter, ein weicher, habe die Kolben ersetzt. Hab gedacht, ich mache die Weiche nach hinten, die Härte nach vorne. Es war immer noch nicht gut, die 4 Dämpfer waren immer noch verschieden. Siehst du, du hast verschiedene Loch. Und also der hat große Löcher. Guck mal. Der hat, ich mach das Auto hin hier, ein bisschen kleinere Löcher. Und der hat einer, der zu ist. Fast. Falsch nur gebohrt oder geformt. Das sind Kleinigkeiten. Natürlich kannst du jetzt die alle gleich aufbohren. Geht ja auch. Aber da sie ja zu klein sind sowieso, dann musst du, ich habe ja schon 1000 CST drin, dann musst du aber 2000 CST reinfüllen. Ist ja kein Problem, kannst du auch easy kaufen. Also das kann man bügeln mit dem Dämpfer. Wegen dem O-Ring. Oder du ersetzt beide O-Ringe, weil die sind zu groß gegenüber Stab.
Das heißt, das Öl läuft durch. Deswegen ist das Auto angekommen hier ohne Öl. Ich habe das Auto, ihr könnt das französische Video angucken. Ich habe das Auto aus der Packung geholt, abgeschnitten, die Kabelbinder. Ich habe ein kleiner Ölfleck im Karton, aber alle Dämpfer waren fast leer. Natürlich kann das auch passieren, das Auto lang steht. Aber das mit den Dichtungen haben wir ja schon auf dem ZD gesehen. Hab jetzt ganz einfach einen kleinen O-Ring genommen, dünn, zwischen den zwei Original-O-Ringen und zusammengeschraubt. Das heißt, mehr Druck drauf, heißt die Blähen drücken mehr zusammen und du merkst es am Stab, anstatt dass er rumlümmelt, geht er ein bisschen schwerer. Kein bisschen. Das reicht, damit das Öl nicht rausläuft. Also das ist eine Kleinigkeit. 4 Kolben hatte ich da von Arma. Wir kriegen ja immer dazu. Scheiben auch mit Arma. Hast du immer genügend Scheiben für das Zeugs machen hier. Die zwei Lager habe ich bestellt, also 2 Euro pro Stück. Natürlich sind sie ein bisschen kleiner, muss sie öfters ersetzen. Hinten 2 Hobau-Wellen, 8 Euro. Von einem VT, VS, GTB, GTS, sind alle dieselbe. Es gibt verschiedene Durchmesser, jetzt die VT2 hat fettere, wenn du fettere willst. Ich probiere es jetzt mal mit denen, die ich da habe. Und somit wegen habe ich alles frei hier. Wenn du mir nicht glaubst, und du hast ein ZD Racing, du hast ein Mamba 7, du hast ein Amevi Bimsbums, probier es doch mal. Löse deine Madeschrauben und dreh mal die Räder und dann guckst du, wie die rumholpern. Und du siehst auch hinten, vorne nicht, weil es CVD sind, original hat die Welle hier Längsweg Spiel, wenn er steht. Drück ihn mal runter, 2 cm und dann probier sie zu bewegen. Du wirst sehen, die Welle ist starr eingedrückt. Und wenn das passiert, eben links und rechts, drücken beide Pins in die Nüsse rein, beide Nüsse drücken ins Diff rein und dann rattert das Active. Dann hast du nämlich Ritzelsalat. Okay, von dem Öl her im Auto, 3x dünnes Öl, ist einfach für den Hersteller, ist auch wenig Stress für den Antrieb, ist für den Fahrer nicht so cool. Mit 4S geht es ja noch, aber mit 6S spült das in alle Richtungen. Kraft geht nach vorne weg, nach links, nach rechts. Wir haben schon relativ Torque-Twist auf so Chassis. Also habe ich persönlich jetzt 300 CST eingemacht, hier in der Mitte 100 vorne, hinten 10. Das kann ja jeder machen, auch ist ja Modellbau. Das ist für mich kein Problem. Wenn ein Auto kommt mit falschem Dämpfer-Setup oder Diff-Setup, ist ja nicht falsch. Es ist nicht, wie du es willst. Das sehe ich so rum. Das Auto ist ein Plauschauto wie ein TW07, DF07, das dasselbe Preis kostet. Fährt sich anders, ist Starrachse. Hat besseren Antrieb, hat viel besseren Servo. Das ist ein 15 Kilo Messing-Servo. Der andere hat einen 35 Kilo 1:6er Stahl-Servo. Hat einen Max 8 Regler, der hat einen Sopas V1. Und wir wissen, das ist russisches Roulette mit den Regler. Sind nicht so angenehm zum Fahren. Machen den Job. Wenn sie nicht schmoren, ist es okay. Motor ist kein Problem. 82er Motor, 2000 kV, gute Wahl. Also in allen Punkten ist der Yikung besser. Ist billiger, ist härter Antrieb, bessere Dämpfer. Plastik sind besser, Aluminium weit von besser sein, als was das wir hier haben. Das sind Eingangsdings-Alu. Natürlich ist es fett, es ist 4 mm oder 5 mm. Aber du kannst super billiges Alu nehmen, du kannst 8 mm davon machen. Alles, was du hast, dann ist mehr Gewicht. Es ist dann fast so gut wie ein dünneres, besseres Material, einfach viel schwerer. An den Shock Tower ist es kein Problem, die sind relativ tief, das Auto wird dann auch nicht gebasht. Die Autos sind gemacht, für auf die Räder zu fahren. Alles, was du machst, was nicht auf den Rädern ist. Falsche Landung mit zu viel Gas, überrumpeln, wenn was bricht, ist ein Fahrfehler. Die haben ja niemals die Werbung gemacht, dass das Auto 10-mal kann überrumpeln und überleben. Damit musst du klar sein. Wie gesagt, ich mag die Farbe, die Form. Geil. Die Verpackung auch habe ich immer schön gemacht. Wir haben Beleuchtung vorne, hinten. Servo habe ich sofort rausgemacht. Mit dem 15 Kilo Messing-Servo will ich nicht fahren. Der kommt. Ich sage jetzt 15. Nee, S25. Das sind 25 Kilo sowas. Okay, auf jeden Fall. Messinggetriebe ist mir für so ein schweres Auto schwach. Dann haben wir ein Plastik-Servo-Horn. Das ist clever gemacht aus einem einfachen Grund. Erstmal ist es billig, das ist auch billig.
Und wenn zu viel Kraft auf die Lenkung ist, überspringen die Zehen hier sehr wichtig zum Ersetzen, sehr schnell ersetzt. Aber du stehst. Also ich mag das nicht, ist nicht schlecht. Mit Stahl wäre es besser. Ich habe hier ein 35 Kilo Servo montiert, mein E-Mod Cordless, also mehr Kraft, Stahlgetriebe, Alu-Servo-Horn. Wir haben ja ein Servo-Servo hier und das ist auch was, was ich euch regelmäßig sage, kontrolliert ist. Der Servo-Servo muss nicht zu hart sein. Der ist jetzt ein bisschen zu weich, aber es ist viel besser, erstmal zu weich zu fahren, ein bisschen Lenkkraft verlieren und so, als mal kaputt fahren. Also der war natürlich so eingestellt für den Messing-Servo und das muss ich sagen, ist jetzt okay, gerade mit dem Plastik-Servo-Horn. Wir fahren ihn mal so, aber klar werden wir ihn ein bisschen besser anziehen, wenn wir sehen, es reicht nicht, weil ich weiß ja, dass das hält. Toll ist natürlich, dass man hier von oben rankommt. Die Bauart mit dem Verstrebungsstangen oben, das mag ich, was ich immer gemerkt habe. Ich habe ja den ZX Bimsbums vor vier oder fünf Jahren angeboxt, glaube ich, und euch gezeigt. Also guckt euch ruhig das Video an. Ihr könnt von heute Morgen das französische Video angucken. Ich habe das Auto total zerlegt, um zu zeigen, was ich da alles gefunden habe. Minuspunkt für mich. Schade ist nicht dichte Lager. Ist kein Problem. Kann man easy von außen ölen und es gibt ein paar Marken, die so fahren und wird es armer. Ich hatte die Armer V1, V2, V3 mit nicht dichte Lager. Einfach jedes Mal nach der Fahrt ein bisschen Öl. Das war's. Hält gut. Hätten wir auf einen Offroader, aber lieber wasserfest. Kleinigkeit. Was immer toll war, ist die Zwischenwelle. Viele Marken haben Probleme mit Wellen, die rumlummern und vibrieren. Die haben eine Zwischenwelle gemacht. Finde ich super cool. Verstrebt erst noch der Chassis. Wir haben hier eine Befestigung auf dem Alubock. Wir haben hier vier Schrauben auf dem Plastikbock. Wir haben die Schrauben vom Motorhalter. Achtung, die sind mit heftiger Loctite angezogen. Unbedingt wärmen. Ich habe sie ganz einfach mit dem Chalumeau à Crème Brûlée gewärmt. Eine kleine Minuten Wärme, nicht mal 30 Sekunden und schon kannst du easy lösen, ohne die Schraube zu killen. Regler werden wir sehen. Wenn er nicht schmort, macht er coolen Job. Motor ist gut. Wir haben die Lüfter draus. Das ist auch sympathisch. Wir haben schön Platz für die Lipos. Easy Zugang. Das haben sie. Also ZT Racing hat diese Basis sehr schön gelöst. Die haben ja das Straßenauto. Leider ist natürlich der Setup vom Straßenauto katastrophal. Die Reifen sind katastrophal. Die Karo ist schön für die, die das magen. Aber das ewige Ken-Block-Zeugs haben wir jetzt genügend gesehen. Wir wollen andere Karos. Deswegen habe ich ja die FS Racing gekauft mit der Mustang Karo drauf. Aber das Auto hat keine Straßenfähigkeiten. Es fährt nicht schön. Es ist nicht okay. Hier im Offroad ist es natürlich weniger schlimm, dass sie ein bisschen Torque-Twist haben oder dass das Auto nicht so im Gewichtspindel ist oder so. Das stört hier nicht. Wenn du die Batterie drauf hast, wenn du zwei schwere Batterie reinmachst, plus das Ersatzrad, der Ersatz und das Wheelie-Rad, hast du viel Gewicht, hinten fährt er ein bisschen mehr mit Zweiradantrieb, dann ist es auch noch wichtiger, dass du härteres Öl einfüllst, damit nicht alles von wegspült, ist ja klar. Was komisch ist auch, ich habe jetzt den Tisch geputzt, mehrmals, und ich habe immer noch wieder Öl unten liegen. Das heißt, irgendein Dämpfer ist trotzdem nicht mehr dicht. Das ist natürlich ein Problem, wenn du jetzt noch vier Dämpfer wechseln musst. Preismäßig ist es gleich einen heftigen Aufpreis. Mag ich natürlich nicht. Hab auch, hier gibt es kleine Plastikflaschen, weggemacht. Wieso? Weil du kannst hier nicht ein Plastikteil reinklemmen. Das heißt nämlich, wenn du die Schraube anziehst, dass du das Plastikteil verdrückst. Verdrückst du es nicht, ist die Schraube zu schwach angebracht. Es ist nur eine 3 mm, da gehört normalerweise, wäre da cool, eine 4 mm. Also das Plastikteil hier wegmachen, weil sonst bewegt sich das und du biegst dann die Schraube. Das passiert garantiert. Also, fehlt hier Ausbohrung, damit dieses Teil in den Tower ist
um mehr Stabilität zu haben. Wenn du schon nur 3 mm Schrauben verpasst, wäre es cool, wenn die Köpfe der Befestigung in dem Tower versenkt sind. Damit haben wir am Teil hier, das den Dämpfer befestigt, hier, wenn das im Tower ist, hast du den Hebeleffekt auf ihm und nicht auf die Schraube. Also mit dem Plastikteil weg kannst du schön anziehen, das hat nämlich Gewinde, kannst du fest anziehen auf das und dann kannst du nochmal die Dämpfer anschrauben. Hier nicht zu hart natürlich, das ist ein Kontermutter, muss ein bisschen lose sein, damit der Dämpfer sich bewegt und auch sauber arbeitet. Ich habe die Diffs, haben schon eine Scheibe vorne hinten, habe noch einen 0,1 mm dazu gemacht. Spiel war mir ein bisschen zu viel. Kein Problem, es hält aus der Box, das ist kein Problem. Das ist wirklich das größte Problem, sind die Wellen. Und für mich finde ich jetzt persönlich, als privater Mensch, das Vorgehen von Absima zu sagen, die haben das Auto erfunden, oder zu sagen, nein, es ist alles gut. Obwohl, mein, du musst mir ja nicht glauben, aber die Videos sind klar, ihr habt alle gesehen, wo es klemmt. Und du kannst ja selber ein Auto auspacken und selber mal gucken. Ich finde, von der Werbung her wäre es doch so toll, wenn sie jetzt meinen Standpunkt gehört hätten und ein Video gemacht. Also, auf Rückkehr von Kunden haben wir festgestellt, effektiv, dass wir da und da etwas Besseres machen können. Nicht sagen, wir haben was falsch gemacht. Aber dass wir was Besseres machen mit den Wellen, damit wir am Autos mehr Federweg haben und keine mechanischen Probleme. Und hätten die doch ZD Racing gesagt, wir wollen Wellen 2 mm kürzer vorne hinten. Und für die Autos, die wir bestellt haben und schon verkauft, müsst ihr uns die Wellen auch senden, weil das ist ein Fehler von Hersteller. Und das Video bringt Werbung umsonst und Vertrauen von den Kunden zu. Umgekehrt, wenn du gegen die Leute kämpfst und sagst, nein, es stimmt nicht, das ist falsch, das ist ein böser Mensch, oder noch schlimmer, wie gewisse Marke, mein, denkst, du musst eingeschriebener Brief senden wegen Verleugnung und so Sachen oder Bösmachen des Namens, bla 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 bla. Es wäre doch so viel schöner, zusammenzuarbeiten als gegeneinander alle. Ich sage ja nicht, dass die Leute uns vertrauen müssen, aber es geht auch den anderen Weg. Wir müssen denen auch nicht vertrauen. Ich habe ja denen jetzt gesagt, das ist falsch, es wurde nichts gemacht. Also können Sie nicht sagen, wir wussten es nicht, weil jetzt wissen Sie es. Das heißt, ich dürfte, theoretisch könnte ich sagen, sind diese Leute jetzt Lügner? Fragezeichen. Ich behaupte hier nichts. Ich könnte mir das fragen. Ich wäre im Recht, das mir zu fragen, weil ich habe es gemeldet und nichts war gemacht. Das heißt, oder lügen die mich an, oder haben sich nicht gesehen, das heißt aber, sind keine mega super Profis. Ist kein Problem, kann man verstehen, sind nur Herzeverkaufer. Aber handkehrum, wie gesagt, wenn sie selber was gemacht hätten, hätte alle Leute gesagt, oh, das ist jetzt super professionell, das ist top geil, machen wir. Weil sowohl diese großen Markenvertreter, alle die Leute wie ich, anfechten können, weil sie das Gesetz haben, jetzt die großen Marken, ich meine jetzt nicht Ärzte, ich meine die ganz großen Leute, haben da das Gesetz so rumgelummelt, dass du, wie gesagt, über 10.000 Abo nicht sagen darfst, was du willst, weil du hast Reichweite. Das heißt, wenn du jetzt das was sagst, dann sagen 10.000 Leute dasselbe an 10.000 Leute, an 10.000 Leute. Und dann ist ein schlechter Ruhm erworben. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen nicht, dass Absima dicht macht. Wir wollen nicht, dass die Familie, dass alle Leute, die für Absima arbeiten, Job verlieren oder Lohn weniger haben oder uns böse sind. Wir wollen ja mithelfen. Umgekehrt. Umsonst. Wo ist jetzt das Problem? Und wie gesagt, du kannst ja selber schnell reingucken und sagen, aha, okay. Ganz dumm ist er nicht, der Mann. Ich muss ja jetzt nicht noch meinen Lebenslauf aufs Internet reinschießen und zu beweisen, dass ich mechanischer Experte bin, Autoindustrie. Soll ich jetzt wirklich eine Doktorprüfung noch machen? Könnte ich. Mechanisch in, also mechanisch
in elektromechanisch. Das sind zwei. Und dazu noch gerade könnte ich noch Mechanik der Fluide, das heißt Mechanik der Flüssigkeiten, also das heißt Pendelkraft, das ganze Zeugs, Fließung, Wasser, Öle, tutti quanti, könnte ich auch noch dazu machen. Könnte ich in 2 Jahren bereit sein für alle drei aufs Mal. Dann würde ich ein Doktor, Doktor, Doktor sein. Würde ich dann viel ernster hergenommen? Finde ich doof. Und wie gesagt, ich sag's nochmal, das Auto, wenn es dir gefällt, wie ich jetzt, kauf es. Bisschen schwuppsdiwupps überall, bisschen Wunderpulver und schon geht das Ding. Wir haben 2 kürzere Wellen, 2 kleinere Lager, also dünnere, 2 Satz Scheiben, 4 Kolben, besseres Öl. Also das Öl war ja nicht schlecht, aber war ja draußen anders Öl, damit es cool und easy fahrt, wie ich es will. Das ganze Zeugs vom Öl ist ja, wie gesagt, das ist jeder seine Meinung, wie er fährt. Aus der Box, wenn du Anfänger bist, kein Problem, das Auto fährt. Denk daran, ist gemacht für cool fahren, ist kein Bash-Auto, rammt nicht über die Rampen, schießt es nicht über die Rampen, knallt nirgendwo rein und dann wird alles gut passieren. Ich weiß genau, dass ich Spaß haben werde mit dem Auto, deswegen ist er ja da, sonst hätte ich ihn ja nicht da, okay? Das ist ja auch, was Sie in Betracht nehmen müssen, okay? Ich finde ihn super geil. Super Job von Abzima, das umzutaufen, umzufarben, mit gutem Geschmack. Und wir warten auf einen kleinen Plus, das heißt eine V2 mit den kleinen Abänderungen. Zum Beispiel würde uns schon reichen. Wir wollen ja nicht extrem viel. Das ist, was die nicht irgendwie, die Hersteller, die Marken, ich meine jetzt nicht Abzima, okay? Gesamthaft, die meinen immer, wir wollen immer mehr und immer mehr und immer mehr. Wir wollen nicht nur immer mehr. Das stimmt eben nicht. Wir wollen, für was wir bezahlen, dass alles schön und schmeidig ist. Jungs, alle die, die ZD Racing Autos haben, Amevi Autos, Abzima Autos von der Reihe, also der Piste Auto heißt, weiß ich nicht mehr wie, der ZD ist der Truggy hier, der MX07 ist fast dasselbe Auto. Achtung, MX07 hat andere Chassisplatte, andere Tower, andere Dämpfer, Querlenker sind, glaube ich, ein bisschen besser gemacht. Wir haben andere Zellen mit fetteren Diff-Trims. Ich weiß jetzt nicht, ob man die Zellen mit den fetteren Diffs vom MX07 hier reinbauen kann. Brauchen wir nicht. Das Auto wird fahren ohne Problem. Gerade mit den Abdehnungen gibt es da kein Diff-Problem. Oder ob es dort die ganze Chassisplatte braucht, weil wenn die Bulkhead ja fetter sind und größer, ist sehr wahrscheinlich vieles anderes auch anders gemacht. MX07 ist kein X-Max-Killer. Das Auto ist natürlich nicht teuer, aber ist nur auch kein Monster. Ist ein Truggy-Skin. So ein Auto mit größeren Rädern, andere Dämpfung, dass er ein bisschen höher steht. Fährt natürlich einfacher als ein Monster-Truck. Ist ja klar, ist ja keiner. Wir haben LCG, das ist ein großer Truggy mit, also ein Truggy mit großen Reifen, ist ein Muggy. Das Auto sieht auch super schön aus. Ich hätte ihn auch schon 5 oder 6 Mal fast gekauft. Echt. Der MX07 mit der Blau- und Pink-Karo ist wunderschön. Gefällt mir vom Aussehen. Fahrweise können wir dort auch wie hier das ganz sicher abändern, dass er schön weich ist und fährt. Aber es ist dann doch nur ein Truggy mit riesen Torque-Twist auf der Wiese und das gefällt mir weniger. Und mit dem Monster-Truck will ich ja nicht nur Wiesen fahren oder im Wald 20 Meter Sprüngelchen machen und so Sachen. Aber jeder hat seine Fahrt, jeder will und erwartet was anderes vom Auto. Das müsst ihr entscheiden. Wichtig ist eben zusammen zu kommunizieren, also ich warte auf euch. Was ist euch passiert am Autos? Habt ihr die Stock gefahren? Geht alles gut? 50, 100 Packungen? Das wäre toll. Das ist, was wir hören wollen. Habt ihr Diff-Verschleiß? Habt ihr das gesehen mit den Wellen? Habt ihr es sofort schon umgebaut? Ich weiß, dass hunderte Leute das schon gemacht haben. Die haben mir nämlich alle gemailt und mir gesagt, du hattest recht. Franzosen, Deutschen, Schweizer. Viele Käufer von den Autos, ob es ZC, Abzima oder Amelie sind, haben ihn
umgebaut schon deswegen. Denkt daran auch, es ist wichtig, dass ihr mit den Marken kommuniziert. Natürlich nett. Ich habe es auch nicht gemacht, bin nicht gekommen. Ja, das geht nicht. Ich habe gesagt, wir haben festgestellt, auf dem Set den 07, dass das und das und das nicht stimmt. Wurde da was geändert am Absima Auto? Hätte ich gerne ein Ja gehabt. Oder wenn sie sagen, bei uns geht alles gut, dass ich darauf zählen kann, dass es gemacht wurde. Fakt ist eben nicht. Also von dem her bin ich ein bisschen enttäuscht. Das war's. Auto ist hier. Wir werden Plausch damit haben. Garantiert. Tschüss. Macht's gut. Guten Appetit. Und bis bald.